Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kochs Weinbau. Heute geht es nochmal um Tafeltrauben und wie versprochen sind heute auch wieder blaue Sorten dabei. Ja, starten möchte ich aber mit einer weißen Sorte nochmal, und zwar mit der Sorte Rosina. Die Sorte Rosina, die bildet große Trauben mit kleinen süßen Beeren, mild aromatischen Beeren aus. Die Sorte Rosina wird in südlicheren Ländern, wie der Name schon sagt, auch für die Erzeugung von Rosinen hergenommen. Die Sorte ist jetzt knapp reif. Das Jahr zwingt uns einfach dazu. Der Pilzdruck ist einfach so groß, dass wir die Trauben jetzt schon ernten müssen, damit die uns nicht kaputt gehen. Deswegen kommen die gleich in mein Körbli rein. Hier kommen wir gleich zur nächsten weißen Tafeltraubensorte. Das ist die Sorte Sophie. Die Sorte Sophie macht sehr schön kompakte, weiße Trauben. Die Beeren haben eine angenehme Größe, sind sehr schön süß. Kann man auch hier sehen. Und die ist jetzt reif, deswegen kommt die auch in mein Körbchen rein. Hat wirklich, ist fast kernlos und super zum Essen. Ja, bevor wir zu den blauen Tafeltraubensorten übergehen, haben wir hier nochmal zwei weiße Tafeltraubensorten. Die weißen Tafeltraubensorten sind einfach in der Überzahl. Einmal hier die Sorte Lilla, die bildet fleischige, saftige, süße Beeren aus an mittelgroßen bis großen Trauben. Und die ist jetzt auch erntereif, deswegen ernte ich die gleich. Und hier daneben haben wir die Sorte Talisman. Die Sorte Talisman hat ein kleines Problem. Sie befruchtet eher schlecht. Das heißt, sie hat im Herbst, wenn sie erntereif ist, große Beeren und kleine Beeren am gleichen Trauben dran. Dadurch ist sie sehr, sehr gut zu erkennen. Und die ist jetzt auch erntereif, deswegen ernte ich die auch. Die ist auch ideal für den Hausgarten, weil sie sehr tolerant und resistent ist gegen Pilzkrankheiten wie Oidium und Peronaspora. Deswegen kann ich die nur für den Hausgarten empfehlen, wenn man sich ein oder zwei Rebstöcke in den Hausgarten anbauen will. So, jetzt möchte ich euch drei blaue Tafeltraubensorten vorstellen. Einmal die Sorte Georg hier im Hintergrund und zwei sehr ähnliche Sorten. Einmal die Sorte Venus hier unten und gleich daneben die Sorte Michurinski, die beide einen amerikanischen Foxton haben. Fangen wir aber an mit der Sorte Georg. Die Sorte Georg bildet sehr schön große blaue Tafeltrauben mit spitzen Beeren aus. Leider muss man sagen, der Geschmack ist nicht ganz so gut, aber das Aussehen ist einfach nur top. Deswegen habe ich dieses Jahr auch noch darauf verzichtet, sie wieder rauszuhauen. Aber wahrscheinlich werde ich irgendwann mal die Traube wieder raushauen und dann was anderes dafür hinpflanzen, weil mich einfach der Geschmack nicht überzeugen kann. Aber ich zeige euch gleich in der Nahaufnahme noch, wie schön sie aussieht. Ja, die Sorten Venus und Michurinski, die haben beide einen Foxton dabei. Das heißt, sie stammen vermutlich von der Amerikanerrebe ab, bilden kugelrunde Beeren und sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Sind beide noch sehr jung, deswegen gibt es noch nicht die überzeugenden Erträge. Aber wenn einem dieser Foxton nichts ausmacht oder wenn man den gerne mag, dann ist die Venus und auch die Michurinski definitiv eine Probe wert. Zusätzlich muss man noch dazu sagen, die Sorte Venus, die ist auf jeden Fall dafür bekannt, dass sie auch im Hausgarten sehr gut wächst und resistent ist gegen Pilzkrankheiten. So, jetzt noch ein Aufruf in eigener Sache. Ich habe in meiner Tafeltraubenanlage noch vier Tafeltraubensorten, die mein Großvater noch gepflanzt hat.
Und da weiß ich leider nicht, was es für Sorten sind. Deswegen würde es mich total glücklich machen, wenn irgendjemand mir sagen könnte, welche Sorten das sind. Und die sind eigentlich alle jetzt so ungefähr reif. Die möchte ich jetzt noch im Detail beschreiben. Und ich hoffe, dann meldet sich irgendjemand und kann mir sagen, welche Sorten das sind. Vielen Dank schon mal dafür. Da haben wir einmal Sorte Nummer 1. Sehr schön gelbe Beeren. Fruchtiges, fleischiges Fruchtfleisch. Man spürt keine Kerne und ich glaube, sie hat auch keine. Doch, einen großen Kern. Ich muss sagen, sie erinnert mich vom Geschmack her etwas an die Phoenix-Tafeltraube. Allerdings passt es meiner Meinung nach von der Beerenform her nicht. Deswegen, wenn man sagen kann, was das für eine Sorte hier ist, ich mache gleich noch ein paar Aufnahmen von den zwei Rebstöcken, die ich von dieser Sorte habe. Nachrichten oder Einträge in die Kommentarzeile sind jederzeit willkommen. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut und ist jetzt erntereif, deswegen werde ich davon wohl auch jetzt dann hinterher die meisten wegschneiden. Ja, die zweite mir unbekannte Sorte, die sollte wesentlich leichter für jemand, der die im Hausgarten hat, zu identifizieren sein. Sie bildet relativ große Trauben mit relativ kleinen Beeren. Süße Beeren mit schönem Muskataroma, ähnlich wie beim Muscateller zum Beispiel. Ich zeige die Sorte jetzt nochmal in der Nahaufnahme, aber sie ist erntereif. Ich werde jetzt auch gleich einige Trauben wegschneiden. Wir zur dritten, mir nicht bekannten Tafeltraubensorte. Sie bildet ovale Beeren und reift, jetzt ist Mitte September, ungefähr 3 Wochen nach Erntebeginn ab. Ja, ich dachte einfach, vielleicht erkennt die Tafeltraubensorte jetzt schon jemand. Ich wäre sehr glücklich drüber. Ich zeige es euch auch gleich nochmal in der Nahaufnahme, dann seht ihr sie ein bisschen besser. Die Sorte bildet ovale Beeren mit mindestens 2 bis 3 Kernen. Das Aroma ist ein ganz eigenes, das ist schwer zu beschreiben. Das Laub ist eher heller wie von Sorten, die direkt daneben wachsen. Und der Reifezeitpunkt ist, wie gesagt, ungefähr in 2 bis 3 Wochen, auch wenn jetzt natürlich einzelne Beeren schon essbar sind. So, die Sorte Nummer 4, die ich auf meiner Fläche nicht kenne, die wächst hier direkt im Schatten von meinem Wengerthäusle. Ich bin mir relativ sicher, dass es sich dabei um keine Tafeltraube handelt, sondern um eine Vitis vinifera. Der Geschmack erinnert ein bisschen an den Geschmack von Müller-Thurgau. Sie macht sehr kompakte Trauben mit sehr kugelrunden Beeren, die sehr gut schmecken. Aber wie gesagt, ich weiß einfach nicht, was es für eine Sorte ist und ich würde es sehr gerne wissen. Wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte, ich zeige es gleich nochmal in der Nahaufnahme, dann schreibt doch einfach in die Kommentarzeile, was ihr denkt, was es für eine Sorte sein könnte. Vielen Dank dafür. Ja, das war's auch schon wieder mit Kochs Weinbau. Das nächste Mal wird es vermutlich mit der Ernte von den
Weißburgundern hier weitergehen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst doch einen Kommentar da. Vor allem auch, was die unbekannten Tafeltraubensorten angeht. Da würde ich mich total freuen, wenn da einer einen Kommentar unter das Video schreibt. Oder besucht meine Internetseite kochs-weinbau.de. Da sind auch die meisten meiner Tafeltraubensorten eingepflegt. Und mit Reife kommen auch ständig neue dazu. Da würde ich mich total freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Oder abonniert einfach meinen Kanal, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.